Grüß Gott, meine Damen und Herren. Mein Name ist Christian Schihuber. Ich betreibe den Gasthof Dichter Hammerling und ich koche heute für Sie unsere beliebte Waldviertler Erdäpfelsuppe. Wer es vegetarisch haben will, der kann auf den Speck verzichten, nimmt Öl und statt der Rindsuppe kann er eine Gemüsebouillon nehmen. Zuerst der Schmalz. So, nachdem das Fett heiß ist, gebe ich den Speck rein. Der Speck hat ja auch Fett, das macht einen besonderen Geschmack. Diese Rauchnote ist jetzt für mich ganz was Tolles. Das lasse ich ganz kurz anrösten. Als nächstes kommt der Zwiebel dazu. Auch der Zwiebel muss Farbe nehmen. Und jetzt gebe ich das Wurzelwerk dazu. Und röste das gut durch. Gut geröstet, das Gemüse, das erkennen Sie daran, wenn sich die ersten Röstspuren am Topf befinden, dann ist es gut. Und das ist nur ein, zwei Minuten rösten. Je besser Sie das rösten, desto besser kommt auch das Aroma vom Wurzelgemüse raus. Deswegen nehme ich auch immer eine flache Spachtel, damit ich das schön losscheren kann vom Boden. Jetzt gebe ich das Mehl dazu. Lass das auch noch etwas anrösten. Ah, jetzt kommt es schön. Was ich zuerst vergessen habe, Knoblauch darf immer dabei sein. Und jetzt gieße ich mit der Suppe auf. So, und wenn es etwas zu dick ist, dann geben Sie noch etwas Wasser dazu. Und wer keine Rindsuppe zu Hause hat, der kann das natürlich mit Wasser und Suppenpulver machen. Aber in einem Wirtshaus ist eine ordentliche Rindsuppe ja eigentlich immer da. Und jetzt würzen wir die Suppe mit Salz, Kümmel, Majoran. Wenn Sie den Majoran leicht zerdrücken, ist das Aroma noch intensiver. Und Pfeffer. Und nachdem es schon gut und schön kocht, geben wir jetzt die Kartoffel dazu und warten ein paar Minuten und zum Schluss geben wir dann die Champignons dazu. So, fest umrühren, immer aufpassen, dass die Suppe sich nicht ansetzt. Es kocht schon schön, jetzt geben wir noch die Champignons dazu. Im Sommer bzw. im Herbst können Sie natürlich frische Pilze aus dem Wald nehmen. Und jetzt kommt noch ein Tipp. Zitrone ist bei fast allen Speisen ganz was Tolles und Bekömmliches. Und wir nehmen von der Zitrone zuerst die Schale und reißen mit dem Zestenreißer etwas runter. Und dann nehmen wir noch den Saft aus der Zitrone. Und wer es will und verträgt, der kann noch Schlagobers dazugeben. Schlagobers dickt die Suppe dann auch noch etwas ein. Ja, und somit sind wir auch schon fertig. Können schon anrichten. Und ich wünsche guten Appetit.